Der Wiener Dokumentarfilmer und Künstler Friedemann Derschmidt widmet sein neuestes Werk, das Buch »Sag du es deinem Kinde«, der Geschichtsaufarbeitung im Kreis seiner Familie. Dabei deckt er schonungslos die Nazi-Vergangenheit der einzelnen Familienmitglieder auf. Durch die Beschäftigung mit der damaligen Zeit entdeckt der Künstler überraschende Parallelen zur heutigen Zeit und nimmt den Anstieg von Rechtsextremismus in Österreich und Europa provokant unter die Lupe. Seine positive Einstellung Flüchtlingen gegenüber stellt Friedemann Derschmidt unter Beweis, indem er sich persönlich für die in Not geratenen Menschen mehrfach engagiert. Dalibor Hissek berichtet. Ich habe einen sehr lieben Freund, der ursprünglich aus Damaskus kommt, der mittlerweile Österreicher ist oder bald. Und der hat einmal im Scherz gemeint, also wenn jemand in meine Küche kommt aus Syrien und unvorbereitet ist, dann ist das sowas wie eine Art Lackmustest, wie weit er vorbereitet ist auf unsere Gesellschaft, also im Sinne von Toleranz und Pluralität und so weiter. Ich habe eine Buchpräsentation gehabt in Graz und in Wolfsberg und in Klagenfurt und war immer relativ gut besucht. Und das Schöne an diesen Buchpräsentationen ist, dass ich spreche nur von mir. Ich sage, ich rede ja nicht über euch, ich rede von mir. Meine Großmutter hat mir dies erzählt, mein Großonkel hat mir das erzählt, mein Onkel hat mir das erzählt. Und dann bin ich aber in die Archive gegangen und dann habe ich nachgesehen und habe nicht nur die Dokumente, die über die Familie von außen gemacht wurden, sondern ich bin dann zum Beispiel gegangen und habe geschaut, was haben diese Großonkel selber geschrieben, wie sie sich beworben haben um einen Job bei der SS. Und dann plötzlich komme ich drauf und dann sage ich, es tut mir leid, aber ich komme halt immer mehr drauf, dass ich dort und dort und dort angelogen wurde, beziehungsweise dass Dinge so dargestellt wurden, wie sie nicht waren. Also ich zitiere in meinem Buch aus einem Text von Wilhelm Flusser, der heißt »Der Boden unter den Füßen«, wo er das Phänomen Auschwitz beschreibt und sagt, Auschwitz ist nicht erklärbar als ein Regelbruch der Geschichte unserer Kultur. Also es ist nicht ein Verstoß gegen unsere Kultur gewesen, sondern es war eigentlich eine Art logische Konsequenz, eine Utopie, eine realisierte Utopie der Moderne. Also dieses ganze Instrumentieren des Menschen, also des Entmenschlichen, und das werden nur mehr Zahlen und große Massen, ist ein Teil dieses Systems. Für mich war immer auch die Assoziation also der Hunderttausenden Emigranten, die versucht haben, also aus dem Dritten Reich davonzukommen. Die Leute sind ja schon Jahre davor Lampedusa und im Mittelmeer ertrunken. Die Diskussion ist hier erst angekommen, so nach dem Motto, erst wenn es uns direkt was angeht. Friedemann Derschmidt betreute selbst eine Flüchtlingsfamilie, kämpfte aber mit den Behörden vergeblich um deren Zusammenführung. Im Endeffekt ist es so ausgegangen, dass dann die Familie tatsächlich in Vorarlberg, die drei Kinder und die Mutter und der älteste Sohn und der Vater in Wien geblieben sind. Ich habe dann zu einer dieser Beamten gesagt, also das erklärt mir bereits 50% dessen, wie der Holocaust abgelaufen sein muss. Die jetzige Flüchtlingskrise, ich vergleiche sie nicht mit dem Holocaust, aber die grundsätzliche Struktur ist angelegt, dass ein Apparat läuft, wo jeder versucht, das Beste zu tun und trotzdem kommt das Schlimmste dabei raus. Im Filmmuseum digitalisiert Friedemann Derschmidt eigene Familienfilme. Das Projekt heißt Zwei Familienarchive. Und das Endresultat wird unter anderem im Internet präsentiert werden. Das ist jetzt für mich ein kleiner Sensationsfund. Also ich habe schon gewusst, dass es die gibt. Und dankenswerterweise hat meine Tante das gerettet, das Material. Und hat es jetzt also zur Verfügung gestellt, das muss digitalisieren. Also sie kriegt dann die Originalrollen natürlich wieder zurück. Aber das wirklich Sensationelle ist, dass das Material aus den 20er und 30er Jahren ist, von dem ich nicht gewusst habe, also welche Qualität das hat. Und da sind wirklich hochspannende Sachen dabei. Also da sind Wandervogelbilder dabei, da sind Bilder aus den 30er Jahren. In diesen Filmen gibt es eine Szene, wo mein Großvater mit einem Freund, ich nehme an, Flohbert-Gewehr schießt. Also die stellen sich da irgendein Ziel auf in der Wiese und man sieht sie beide stehen. Und das ist ja was, was heute viele gar nicht mehr dekodieren können. Sie haben weiße Stutzen an, also das war das Zeichen der illegalen Nazis. Das weiß ich schon aus unseren also früher in der Recherche, also mein Großvater war ab 34 ist er strafversetzt worden, wegen nationalsozialistischer Umtriebe, wie es geheißen hat. Das ist jetzt nicht so, dass diese Leute, über die wir reden, also die meine Vorfahren sind,
so wahnsinnig aus der Reihe gefallen sind, wie wir wissen, waren also irrsinnig viele Leute, also deutschnational und später dann Nazis. Aber es ist halt ganz selten so flächendeckend dokumentiert. Und das liegt daran, also das ist ja auch der Aufhänger meines Research, meiner Forschung, dass mein Urgroßvater einer der prominentesten Eugeniker der Zwischenkriegszeit war in Österreich. Die Grundidee war, dass die Menschen eigentlich, also ist man draufgekommen mit Charles Darwin und mit Gregor Mendel, der Mensch ist nichts anderes als das bestentwickelte Tier. Wenn wir jetzt Tiere sind, wir wissen, wir sind nicht perfekt, könnte man doch, wie wir gelernt haben, auch Haustiere, die, also man kann Kühe dazu bringen, dass sie statt 5 Liter Milch 10 Liter Milch geben über 2-3 Generationen. Warum können wir nicht? Das war einfach eine Idee der Moderne. Wir könnten doch eigentlich uns selber, uns Menschen, über mehrere Generationen durch Zucht optimieren. Ich, Friedemann Derschmidt, war Zivildiener und ist eigentlich überzeugter Pazifist. Ich begründe das mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Shimon Lev war Elitesoldat der israelischen Armee, war Kriegsteilnehmer im Libanon und er begründet das mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Einer der wichtigsten Mitarbeiter und Kollegen bei künstlerischen Projekten von Friedemann Derschmidt ist Shimon Lev aus Tel Aviv. Das Projekt Zwei Familienarchive ist eines von vielen, das die beiden verbindet. Dieser Hang zur Selbstdokumentation und zum Sammeln, also der hat sich nicht vererbt, aber der ist weitergegeben worden. Das heißt, das haben alle weitergemacht. Daher gibt es also irgendwie wirklich fast 200 Jahre dokumentiert wahnsinnig viel Material. Wenn ich jetzt den Shimon Lev, meinen Freund aus Israel, nehme, sein Vater ist in Wien geboren, war auch eine ebenso große Familie, die ursprünglich aus Galizien gestammt hat. Da sind nicht nur sämtliche Menschen außer seinem Vater ermordet worden, sondern es ist natürlich auch nichts mehr da, was irgendwie von dieser Familie zeugt. So begab sich Friedemanns Freund und Künstler Shimon Lev in Wien und Berlin auf die Suche nach Spuren seiner Vorfahren. Statt der Dokumente fotografierte er die Archive, in denen sich fast nichts fand, außer der einen oder anderen kleinen Notiz. Always there is some kind of dreams with have some connection, you know, to the Holocaust, Nazis running after you, concentration camps. Food, you know, thing like that. It's not something irregular, but it can happen. Obviously it's happened. 15. Juli 1942. Im Projekt Bei uns nichts Neues lassen Lev und Derschmidt Bewohner eines Berliner Hauses aus Briefen lesen, die die jüdischen Vorfahren von Shimon Lev schrieben. Nach der Flucht aus Österreich lebte die Familie eine Zeit lang dort. Später wurde sie ins Konzentrationslager verschleppt. Weißt du wirklich, was Unglück ist? Tiefstes Unglück? Du kannst es nicht wissen. Da steht vor dir ein kleines, unschuldiges jüdisches Mädchen. Du hast sie sehr gern, denn sie ist deine Schwester. Sie hat immer nur Liebe und Güte erfahren im Elternhause. Und auf einmal kommen diese Gestapo-Bestien, packen sie roh an, reißen sie heraus aus ihrer Umgebung. Ich kann den Holocaust nicht ungeschehen machen und die Nazizeit nicht verändern. Ich kann aber sehr viel, also durch das Hinschauen und durch das Anschauen, darüber lernen, also was jetzt gerade abgeht. Wenn ich sehr, sehr milde bin, dann kann ich den Leuten damals zumindest einigen noch unterstellen, tatsächlich, also das falsch eingeschätzt zu haben, die konnten sich nicht vorstellen, dass das so derartig horrendes, mörderisches Regime ist und dass das, also wozu es führt. Aber Leute, die heute dieser Idee anhängen oder die sich auch von einer Art Faschismus leid oder so angezogen fühlen, die kann man nicht mehr aus der Verantwortung nehmen, weil die wissen, da gibt es einen Präzedenzfall, wozu das führt. Das Buch Sagst du es deinem Kinder ist im Löcker Verlag erschienen und ist im Handel erhältlich.